Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. In der letzten Folge haben wir den Arena-Leiter Walter besiegt. Sind hier ein wenig umhergelaufen. Ich habe die Bären noch nicht gepflückt. Egal, das mache ich ein andermal. Irgendwie schiebe ich das immer auf. Und wir werden in dieser Folge schauen, was sich hinten noch so für tolle Dinge verbergen. Wir haben übrigens auch ein Merl gefangen. Seht ihr das? Sehr schön. Und wer wartet denn hier auf uns? Ein älterer Käfersammler? Ich bin mir gerade gar nicht so genau sicher. Ich denke mal, wir schicken Kyo an die Spitze. Die wird schon wissen, was zu tun ist. Okay. Ich war früher mal ein Käfersammler. Heute bin ich ein Käfermaniac. Was sich über all die Zeit nie geändert hat, ist meine Liebe zu den Pokémon. Was ist der Unterschied zwischen einem Käfersammler und... Ach du Scheiße, such artwork. Was ist der Unterschied zwischen Käfersammler und Käfermaniac? Will ich das wissen? Ich bin mir nicht sicher. Los, Kyo! Sehr schön. Alles klar. Ich denke, den mache ich kalt. Ich meine, Kyo, Eisern. Ach, ihr wisst schon, wie das Spiel geht. Und. Raps! Es war doch gut gegen Käfer, oder? Das tut mir schon fast leid. Naja. Na, aber eigentlich gar nicht. Warum mache ich so viel Damage an ihm? Wegen oben. Egal. Los! Alle anderen... Och, Elik. Hör doch mal auf, dich immer so in den Vordergrund zu drängeln. Merl. Warum bist du eigentlich noch dabei? So, ein Pudox. Pokémon wechseln. Wobei, ich bleib drin mit Kyo. Meine Güte. Er sieht so aus wie... Wiesel. Eisern. Oh, ja. Oh, Pudox ist nicht Flug vom Element. Oh. Naja, egal. Weiter Eistern. Ich hätte jetzt gedacht, dass es Fluggift wäre. Fluggift. Flugkäfer, aber vielleicht ist es noch Gift oder Psycho oder so. Wie dem auch sei. Okay. Wie geht's weiter hier? Panipella. Papinella. Ich sag mal Panipella. Papa Peppete. Okay, da wird sich jetzt doch mal. Donny. Donny, mach du das mal. Du hast gut gekämpft. Los, Donny. Oh, Mann. Wie es aussieht. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich einen Papinella in dem Spiel sehe. Kann das sein? Weiß das irgendwer? Oh je. Naja. Und somit hat sich diese Sache auch erledigt. Alles klar. Hat er noch was? Ich glaube nicht, ja. Ich hoffe, ich denke, das soll es gewesen sein. Okay, sehr gut. Oh Gott, wie der guckt. Schnell weg hier. Gut. Oh. 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 Okay. Letzte Folge gefangen. Jetzt entwickelt es schon. Das ging jetzt ein bisschen schnell, aber von mir aus. Ich habe nichts dagegen. Ich will eine Überraschung sein. Oh Mann, Azumarill ist übrigens übelst stark. Eigentlich sollte ich... Nein, sollte ich nicht. Ich hab kein... Oh, hier ist ja noch ein Junge, der will bestimmt auch kämpfen. Was ist hier so? Oh Gott, hier sind noch so viele Leute. Na okay, gehen wir einfach mal alles durch. Hey Kleiner, was gibt's? Was geht ab? Du willst nicht kämpfen? Die Luft hier ist so frisch. Okay, du willst nicht kämpfen. Huh? Auch wieder ein Merl, oder? Ja, du bist ein Merl. Das brauche ich jetzt hier nicht. Willst du kämpfen? Hey Mädchen! Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Ich habe sie alle selbst gepflanzt. Haha, ich habe sie zertreten. Ich will... Oh, ich muss da hinten lang, okay. Oh, was ist das? Das sieht ganz schön... Was? Flunkifonit liegt einfach so auf dem Boden. Von mir aus. Wisst ihr, was mir gerade einfällt, was ich machen könnte? Ich werde mich dafür hassen, aber ich liebe es. Guck mal, ich bin ein Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. 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 Ich bin ein Käfer. Ich bin ein Käfer. Ich bin ein Käfer. Hä? Wo ist das Item? Ich bin zu dumm dafür. Nochmal zurück. Käferlei. Ich werde nicht aufgeben, bis ich das Item gefunden habe.
Ja, ich weiß, das bevorsteht ja auch gerade. Hä? Ist es ein Dach hier? Warte. Hä? Dann hört's auf einmal. Ah! Oh, ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen zu dumm dafür. Okay. Die kämpft nicht mit mir, aber hier können wir. Schnell durch. Oh, ein Superball. Das hat sich auch schon fast gelohnt. Aber nur wenn ich auf dem Rückweg wieder nicht wieder irgendein seltenes Pokémon treffe. Generell ein Pokémon treffe. Oh, cool. Hat sich wirklich gelohnt. Und ist hier sonst noch irgendwas? Oh, da oben kann man. Okay, was bist du für einer? Käferwasser, also bist bestimmt. Ja, okay. Von dir habe ich schon eins. Ich will dich eh nicht. Ich will den Pokéball. Beleber. Wir haben so viele Beleber schon. Ich weiß gar nicht, wie die alle gebrauchen sollen. Ich meine, die sind so stark. Nun gut. Was sagt mein Pokémon-Team? Melody kommt. Nein. Donny kommt mal nach vor. Denn ich habe so diese Vermutung, dass diese junge Dame, dieser junge Herr hier ganz viele Pokémon haben wird und gegen uns kämpfen möchte. Möchtest du vielleicht gegen ein Pokémon, was, gegen mein Pokémon-Team kämpfen? Ja, das möchte ich. Okay. Oh, sexy. Okay, dann Flurmel. Geht schon mal relativ neutral los, warum auch nicht. Und 6 Stück natürlich, was auch immer. Ich denke mal, Donnerzahn wird sein übliches tun, wegen Step und so, und voll cool. Was? Der wird Tage ab und macht Jauler? Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ja, ja, ja. Nochmal, los. Und zack. Ah, sehr schön. Sehr gut. Gut, was gibt's denn sonst noch so? Blasius. Achso, ich dachte, das ist Blasius vom Pokémon, da weiß es der Trainer. Ich bin manchmal ein wenig dumm. Okay. Und Donnerzahn. Das machen wir jetzt so lange, bis jetzt irgendwas kommt, wo Elektro nicht so effektiv dagegen ist, beziehungsweise ich... Was? Oh, das kann ja schon ernst sein. Dann halt bis. Ich habe gerade so eine Wut auf dieses bescheuerte Zickzacks. Okay. Gut, was kommt als nächstes? Donny muss raus. Stolunie. Okay, Donny geht raus. Pokémon wechseln. Und Sean. Lass mal dich auch mal wiedersehen. Man muss ja wissen, dass du noch da bist. Los geht's, Sean. Oh ja. Sehr schön. Gut. Ja, da wird, denke ich mal, eine Schlammbombe reichen. Schlammbombe ist gut. Schätze ich mal. Das macht mich gerade ziemlich wütend. Jetzt kommst du noch mit sowas an. Das ist total dumm. Ah, okay. Aquaknarre dürfte reichen, um das noch zu beenden hier. Und bye. Was kommt als nächstes? Das sieht irgendwie aus wie hier, wisst schon, dass der am Freitag den 13. kommt hier. Der mit der Maske, mit der Skimaske. So ein bisschen so, ne? Das hat vielleicht aufgepasst. Pfiffchen. Ja, Pokémon wechseln. Melody, du darfst dich darum kümmern. Oh yeah. So. Los, Diebeskuss. Diebeskuss ist echt gut, kann das sein? Klasse Attacke und sie füllt halt meine kleine Melodie auf. Muss ich auf jeden Fall behalten. Also die Attacke. Okay, Sean erreicht Level. Oh, Sean! Alter! Hör auf! Okay, ein Schwalbini. Ja, bitte. Pokémon wechseln. Darüber, genau. Darum kümmert sich unser Donny mal wieder. Und war es das? Oder hat er dann noch eins? Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es gleich sehen. Okay. Los! Donnerzahn!
Sehr gut. Ach, Schwabine kann einem wirklich leid tun. Naja, egal. Oh, und Donny, Mensch. Boah, meine Pokémon sind übelst stark. Das ist schon fast kriminell. Okay. Und ein Makuhita kommt noch. Ja, wechseln wir mal. Wieder zu Melody. Melody ist ja irgendwie unser Eckpfeiler im Team. Also, die reißt es ja alles. Okay, Melody. Und zack. Alles klar. Ganz einfach. Konfusion. Was gibt da zu groß zu sagen? Mach nur deinen Mogelhieb. Das ist nicht gerade sehr beeindruckend. Okay, nochmal. Oh ja. Okay, das war's. Ja, hast du gut gemacht. Oh, liebes kleines Melody. Okay. Okay, nichts mehr zu sehen. Was? Achso. Sehr gut. Zerblasius, kannst du so süß gucken, wie du willst. Du wurdest besiegt. Blasius. hä, was gibt's denn noch im hohen Gras? Ach, Goldini soll das sein. Glaube ich jedenfalls. So gibt's den Pokémon Center. Sehr schön. Ich bin ein Käfer. Hallo, willkommen Pokémon Center. Mit dem neuen Pokémon. Fangen wir mit unserer Abhut. Vielen Dank für eure Geduld. So. Ich möchte gerne Pokémon ablegen. Und zwar Azumarill. Ende. Gut. Hat sich das erledigt? Mal schauen. 5 bis 7 Minuten haben wir noch. Aha, hier gibt es noch so eine Wettbewerbshalle, wo ich immer noch nicht mich drum gekümmert habe, was ziemlich schade ist. Gut, was bist du? Was bist du für ein Haus? Heike. Wer ist denn Heike? Hey, bist du Heike? Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er kennt und ach! Ach, die beiden. Das war in der Edition. Warte, da wollen wir erklären, ja, Spucke und los geht's, ja. Helfen wir den verliebten Pärchen mal. Oh, das bestimmt. Donny an der Spitze zu haben, ist ja, glaube ich, weniger gut. Nehmen wir mal schauen. Hey, Sie. Wollen Sie kämpfen? Ein Wanderer in den Bergen nennt man gerne auch schon mal einen Bergmensch. Was ich mich frage, warum nennt man dann einen Pokémon in den Bergen auch nicht einen Berg-Pokémon? Weiß ich nicht. Ah. Okay. Kleinstein, darf ja kein Problem sein. Ach schon, ich liebe dich. Du bist cool. Also, das Pokémon, ach, du bist schon. Ja, schon, du darfst mich gerne angucken. Aber jetzt Aquaknarre. Ach schon, du bist schon fast Level 30 und kannst auch keine ordentliche Wasserattacke. Mann, werd doch mal erwachsen. Gut, was kommt als nächstes? Fein schon. Das nächste? Ja, ist gut. Oh, Melody. Du. Der Melvin hat noch ein Macholo in der Hinterhand. Ja. Komm. Da darf sich die Melody drum kümmern. Und da darf eine einfache Konfusion, glaube ich, genügen. Bam. Ja, das ist ziemlich einfach, ich weiß. So. Mal schauen, ob es hier noch ein paar Items gibt oder ähnliches. Ich werde wieder meine Kopffühler aufsetzen gleich. Einen Moment, liebe Freunde. Damit ich wieder ultimativ bescheuert aussehe. Sehr schön. Ist hier noch was? Hallo, Items, wo seid ihr? Huch. Oh. Schattenglas. Sehr gut. Gleich mal Itemtasche, genau. Was war das hier? Ja, das war hier. Schattenglas.
Item zum Tragen. Eine dunkle Brille. Ja, die verstärkt Unlichtattacken und ich denke mal, das dürfte perfekt für unsere Kyo sein. Sehr schön. So. Was ist mit dir? Ich habe meine Brille verloren. Kannst du helfen, sie zu finden? Ich kann meine Brille nirgends finden. Wo habe ich die diesmal liegen lassen? Ha, das Schatten. Er hat das Schattenglas verloren. Haha, ich habe sie einfach geklaut, weil ich so scheiße bin. So, ist hier noch irgendwas? Oh. Oh, und KP Plus ist ja auch noch. Ach, schön. Moment mal, was ist das denn? Oh. Ah, da kann ich sehen, wo ich... wo die ganzen Bären sind. Das ist ja praktisch. Das habe ich gerade so im Augenwinkel unten auf dem unteren Bildschirm gesehen. Naja, wie dem auch sei. So, mir scheint nicht mehr Interessantes zu sein. Dann gehen wir wieder hoch. Durch den Metaflor-Tunnel. Mit unseren... Ach, diese Fühler, die sind so sexy. Na gut. Wow, ein Flurmel erscheint. Was sollen wir nur tun? Okay, schauen. Du weißt, was zu tun ist. Aquaknarre. Das arme Flurm hat irgendwie gar keine Chance. Ich meine, es ist Level 9. Schaut es euch doch mal an. Okay, ich glaube, ich mache was anderes an die Spitze. Ich glaube, Sean ist das Letzte, der meinem Team der Training gebrauchen könnte. Donny, du. Mach du mal. So, ist hier noch was? Nein, aber da ist ein Pokéball. Also quasi ein Item. Verdammt. Ach, was denn auch sonst? Oh, Flurme, du gehst mir total auf den Keks. Gut, dafür lasse ich mich jetzt aber nicht abbringen. Bis. Und Kraps. Und das war's. Bye, Flurme. Ach, herrje. Okay, So. Top Ether, nice. Ich könnte mal gute TMs finden irgendwo. Das wäre nice. Was zur Hölle? Arsch von Frau möchte kämpfen, oder was? Oh Mann, ich wollte sie gerade ansprechen. Und habe quasi ihren Arsch angeklickt. So, ja, Funkensprung dürfte reichen. Das arme kleine Flurmel Level 7. Eigentlich könnte mir auch fliehen. Hat das ein Loch als Hintern? Warte mal. Da, seht ihr das? Das hat irgendwie ein Loch am Hintern. Also hat. Ist da, was? Das waren haben Pokémon Polöscher. Oh. Na mal hin. Gut. Auf der anderen Seite dieser Felsen wartet mein Freund auf mich, ergräbend den Tunnel nicht nur, um mich zu sehen. Nein, er reißt. Ja, der will nur seine Bitch. Ja. Bin ich noch zur Trümmerer heute? Ja, ich hab doch zur Trümmerer. Moment, ich helfe diesen wunderbaren Liebespärchen. Zur Trümmerer. Einsetzen. Elig, vor allem Bitch. Elig wird hier für alles missbraucht. Meine Güte. Tackle. Tut mir leid, Elig. Du musst da durch. Gut. Jetzt aber. Ja. Oh, dein Pokémon beherrscht der Zertrümmerer. Dann hätte ich eine Bitte. Könnte dein Pokémon so gut sein und diese Felsen aus dem Weg schaffen? Nein. Natürlich. Wir sind doch voll nett. Tausend Dank. Oh, vielen Dank. Als Zeichen meiner Dankbarkeit kriegst du das hier von mir. Stolos Need. Wurde in die Itemtasche verstaut. Das hier habe ich bei einem Tunnelgraben gefunden. Ich spüre ganz deutlich, dass es irgendwas Mysteriöses macht. Dass es irgendeine mysteriöse Macht in sich birgt. Aber ich kann nichts damit anfangen. Ich bin nur meine Bitch. Heike, jetzt kann ich dich jetzt besuchen. Oh ja, jetzt trudeln sie erstmal total rum. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. If you know what I mean. Okay. Jetzt haben wir den Durchgang geöffnet. Haben das Pärchen wieder vereint. Und haben einen lustigen Käferding-Stilhut auf. Ich glaube, wir sind die Besten hier überhaupt im Spiel. So, was ist denn hier hinten noch in dem Haus? Hab ich noch gar nicht geguckt. Sieht ziemlich klein aus. Oh,
Die schenkt mir bestimmt was. Sie sieht schon so aus, als ob sie mir was schenkt. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es gewöhnt sich langsam an dich. Es glaubt an dich. Yes! Gut. Ich glaube, hier gibt es nichts Großartiges mehr, bis auf die Wettbewerbshalle, die mir gerade ziemlich egal ist. Ich gucke nochmal hier ganz kurz rein. Ach Gott, es sind ja so viele Menschen. Ich will nicht mit Menschen reden. Gut, sehr schön. Dann gehen wir wieder mal ganz schnell zurück nach Malvinfroh City, die Stadt, die irgendwie... Ach, du bist wieder Merkel. Oh, das kann ich... Naja, ich bin selber dran schuld. Oh, sag mal, wie viele Merkel sind hier denn? Waren die nicht selten oder so? Naja, wie dem auch sei. Dann noch zwar an den Sachen ist erledigt. Gut. Bam, bam. Sehr schön. Donny erreicht Erfahrungspunkte? Ja, Donny erreicht Erfahrungspunkte. Herzlichen Glückwunsch, Donny. Gut, ich wollte mal sagen, wir beenden die Folge hiermit und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, für mehr Let's Play, Pokémon Omega Rubin. Bye.